Gut, dann werde ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Daniel Iseli. Ich bin nicht direkt bei Google, sondern ich arbeite bei einem Google-Partner, der Public Cloud Group, und ich leite dort den Vertrieb für Österreich und die Schweiz. Wir kümmern uns um Themen wie Google Cloud, also Einführung in die Google Cloud, Strategien für die Google Cloud, aber auch das Thema Digital Workplace ist etwas, in dem wir tätig sind. Wir kümmern uns auch um das Thema Data und AI, das aktuell sehr, sehr viel Interesse bei Unternehmen und auch Privatpersonen weckt. Genau, so viel zu mir. Wie gesagt, ich bin nicht direkt bei Google, ich arbeite für einen Google-Partner und ich würde jetzt in die Präsentation einsteigen. Es freut mich, dass Sie so zahlreich heute erschienen sind, und dann starten wir doch hier mit der Präsentation Einführung in die Cloud, um den Rahmen zu setzen. Wir werden uns heute anschauen, was ist die Cloud? Wie kann ich die Cloud als Unternehmen nutzen und auch welche Arten der Cloud gibt es grob und welche Arten von Software kann man grundsätzlich unterscheiden? Dieses Webinar ist eine Initiative der Google Zukunftswerkstatt. Das ist ursprünglich in Google UK lanciert worden. Das ist eine Initiative, um die digitale Kompetenz weiter auszubauen und zu verbessern. Das sind kostenlose Webinare, an denen Sie teilnehmen können. Ich möchte Ihnen gerne ans Herz legen, die URLs hier zu nutzen für AT und für die Schweiz, um zu schauen, wann die nächsten Webinare stattfinden, für die Sie sich natürlich gerne anmelden können. Wenn Sie jetzt neu dabei sind und wenn Sie die Zukunftswerkstatt schon kennen, dann freut es mich, dass Sie quasi wieder eingeschaltet haben zu diesem Webinar. Zu den drei groben Themen heute. Wir starten und schauen uns an, wie sich allgemein Technologien auf unser Leben auswirken, welche Paradigmenwechsel das quasi mit sich bringt, und schauen in die Vergangenheit und dann auch in die Zukunft, wie Produkte und Dienstleistungen grundsätzlich verändert werden aufgrund von neuen Technologien. Dann, wie gesagt, schauen wir uns beim zweiten Punkt die Cloud-Technologie an und wie sie grundsätzlich funktioniert, und gehen dann darauf ein, welche Möglichkeiten Sie in Ihrem Unternehmen oder als Unternehmen in der Cloud effektiv dann auch haben. Also, wir starten mit dem ersten Thema, wie sich die Technologie auf unser Leben auswirkt. Da machen wir einen kleinen Rückblick. Wir starten ganz links beim Buchdruck. Gutenberg, das war eine entscheidende Technologie, die das Leben von vielen Menschen grundlegend verändert hat. Plötzlich war es möglich, Wissen festzuhalten in Büchern und Enzyklopädien, die für viele Personen zugänglich waren. Damit einherging natürlich auch, dass quasi dann die Quelle bekannt war, von wo die Informationen stammen. Und man kann da natürlich auch an Innovationen denken. Und grundsätzlich hat das wirklich zu Verbreitung von Wissen und Informationen geführt. Dann eine weitere Technologie. Meilenstein ist natürlich die Dampfmaschine, quasi der Vorreiter für elektrische Züge und auch Autos. Die Mobilität war plötzlich möglich. Man konnte Waren produzieren und Unternehmen und Institutionen konnten damals quasi Güter vom einen zum anderen Platz bringen und natürlich viel mehr produzieren und das auch viel besser verteilen. Das hat unter anderem auch zur industriellen Revolution dann geführt. Und dann sicher ein technologischer Meilenstein war auch die Glühbirne und Edison, das Thema Elektrizität, was grundlegend das Leben der Menschen verändert hat. Dann geht es so weiter mit dem Auto, mit weiterer Mobilität bis zum Computer. Und der Computer war grundsätzlich auch nur möglich durch die Erfindung der Elektrizität, die natürlich auch unsere Haushaltsgeräte speist. Und so geht es immer weiter. Aber es gibt einige große Technologien, die quasi die Zeit stark gewandelt haben. Und
Bei diesen Technologien spricht man jeweils von einem Paradigmenwechsel, weil was ist ein Paradigmenwechsel? Das ist eine Technologie, die unser Leben so grundlegend verändert, dass es eigentlich gar kein Zurück mehr gibt. Also beispielsweise der Buchdruck, nachdem das erfunden wurde, konnte man sich nicht mehr vorstellen, den Buchdruck nicht mehr zu haben. Und das Gleiche mit der Dampfmaschine, mit der Mobilität, die dann entstanden ist und mit der Industrialisierung, das sind Sachen, die nicht mehr, wo man quasi nicht mehr zurückgehen kann und die das Leben und die Art und Weise, wie die Menschen leben, stark verändert. Und auch Arbeiten. Arbeiten ist auch ein wichtiger Bereich. Die industrielle Revolution hat da natürlich einen extremen Einfluss darauf gehabt, wie die Menschen arbeiten. Und genau einen solchen Paradigmenwechsel haben wir jetzt auch mit der Cloud-Technologie. Sie verändert wirklich grundsätzlich, wie wir arbeiten und auch leben. Also einige Beispiele sind hier, wenn Sie Essen online bestellen, wie Sie miteinander kommunizieren im privaten wie auch im beruflichen Umfeld. All diese Dinge sind aufgrund von Technologie und Cloud-Technologie möglich geworden und verbreitet geworden. Es geht aber noch weiter. Natürlich führen diese Paradigmenwechsel und die neuen Technologien auch immer zu einer Vielzahl von Innovationen. Also allgemein eben, wie wir uns in der Welt bewegen, welche Medien wir nutzen, Krankheiten, die plötzlich aufgrund von viel größerer Rechenpower besser diagnostiziert werden können. Umweltprobleme können angegangen und bekämpft werden aufgrund von vielen Daten, die man erheben kann, von viel mehr Rechenpower und wie schnell sich die Daten auch bewegen können. Also Cloud-Technologie ist wieder so einer dieser großen Paradigmenwechsel. Jetzt die Frage ist aber, was ist die Cloud-Technologie genau, was versteht man unter der Cloud und wie funktioniert sie? In diesem zweiten Teil werden wir uns diesen Themen widmen. Man kann sagen, die Cloud ist eigentlich eine Metapher für ein Netzwerk von Rechenzentren. Also ursprünglich ist der Cloud-Begriff in der Telekommunikationsindustrie entstanden, weil es einfach immer schwieriger wurde, all die Verbindungen in der Telekommunikation aufzuzeichnen. Und irgendwann wurde das Ganze durch die ganzen Knotenpunkte und Verbindungen so komplex, dass man einerseits nicht mehr aufzeichnen konnte und dann einfach eine Cloud gezeichnet hat, quasi sinnbildlich für die ganzen Knotenpunkte. Weil wenn man all diese Punkte miteinander verbindet, hat man ein Konstrukt, das so ähnlich wie eine Cloud, wie eine Wolke aussieht. Und das wird natürlich auch im Cloud Computing dann verwendet, darüber spricht, wie quasi verschiedene Rechenzentren miteinander verbunden sind. Da sind wir schon beim Thema Rechenzentren. Also Rechenzentren kann man sich ja so vorstellen, dass da extrem viele Daten gespeichert werden. Das können Bilder sein, das können Webseiten sein, Informationen. Diese Rechenzentren, die brauchen extrem viel Energie. Das sind wie Mini-Kraftwerke oder man könnte sagen, die brauchen den Strom einer Kleinstadt. Das sind extrem gesicherte Orte, wo der Zugang natürlich extrem beschränkt ist und diese Rechenzentren sind auf der ganzen Welt verteilt. Sie haben hier drei Wolken, sinnbildlich für die Google Cloud, für Microsoft Azure und AWS von Amazon, drei der größeren Clouds, die es gibt und für die man sich entscheiden kann. Aber wir werden später im Webinar sehen, dass es nicht eine Entscheidung für eine Cloud sein muss, dass es auch mehrere sein können und dass es nicht nur die Cloud gibt, sondern auch andere Möglichkeiten, Daten und Apps, Web-Apps zu speichern und zu nutzen und natürlich Rechenleistung. Wenn wir von Google sprechen, dann kann man sagen, dass aktuell etwa 40 Regionen aufgeschaltet sind und das sind immer Regionen für Rechenzentren. Was man als Nutzer, als Unternehmen machen kann, ist, dass man sich für eine bestimmte Region entscheiden kann
Und all diese Regionen sind natürlich miteinander verbunden. Und in den meisten Fällen sucht man sich eine Region aus, die nahe ist an den Nutzern der Anwendungen, die man hat, der Daten, die man benötigt, weil man dadurch natürlich die Latenz und auch die Geschwindigkeit verschnellert, wo Daten quasi vom Rechenzentrum bis dann zum Computer, bis zum Nutzer gelangen. Grundsätzlich eben die Regionen Nordamerika, Südamerika, Europa, Asien und Australien. Wenn wir dann uns etwas tiefer mit Rechenzentren beschäftigen und auch schauen, wie diese miteinander verbunden sind, kann man eigentlich feststellen, dass die einerseits durch Glasfasernetzwerke miteinander oder Glasfaserkabel miteinander verbunden sind. Und wichtiger Fakt ist hier, dass eigentlich 99% dieser Glasfaserkabel unter See verlaufen, also unterhalb der Ozeane. Und wichtig ist auch festzustellen, dass die Daten sich hier extrem schnell bewegen, weil die Daten quasi in Lichtimpulse umgewandelt werden und diese durch ganz viele Glasfasern, also entweder Glas oder Plastik, dann auch reisen und ihren Weg ans Ziel finden. Und wer schon mal so eine Glasfaser gesehen hat, der weiß, die sind extrem dünn. Das ist wie Haare oder sogar noch dünner als Haare und viele Tausende davon. Und die Daten haben hier eine unglaubliche Geschwindigkeit von zig Petabytes, mit denen sie sich dann vom einen Ort zum anderen bewegen. Wenn wir von der Recheninfrastruktur, also Rechenzentruminfrastruktur sprechen, wie gesagt, kann man von verschiedenen Typen sprechen. Also einerseits haben wir klassisch das Lokale, keine Cloud. Das ist der klassische Server, der irgendwo vielleicht im Keller ist und in einem bestimmten Serverraum. Das ist komplett nur lokal. Da sprechen wir nicht direkt von einer Cloud. Es gibt aber auch die Möglichkeit, eine private Cloud zu haben. Wir gehen auf jedes dieser Themen dann noch im Detail darauf ein. Es gibt dann die öffentliche Cloud, die Public Cloud. Das ist eigentlich das Thema oder der Bereich, von dem wir heute in der meisten Zeit auch sprechen bei diesem Webinar. Es gibt die Hybrid Cloud, das ist also ein Mix. Und es gibt dann die Hybrid und Multicloud. Das ist beispielsweise, wenn man mehrere Clouds nutzt und auch eine Hybrid Cloud, also wenn man eine Kombination hat aus Lokal und der Public Cloud. Genau, so viel zur klassischen Segmentierung der Strukturen. Jetzt starten wir mal bei Lokal. Das heißt eben, wie gesagt, wir haben einen Rechner, also wir haben einen Server, der ist irgendwo in einem Serverraum zu Hause oder bei einem Unternehmen. Und hier sprechen wir nicht von einer Cloud. Es ist vor Ort gehostet, es ist an einem Ort. Und das Unternehmen selber ist dafür zuständig, diese Server zu warten, den Strom bereitzustellen, aufzurüsten, Updates zu machen. Das ist alles lokal und das Unternehmen ist selber dafür zuständig. Genau, also quasi eine traditionelle Verwaltung der Infrastruktur. Sie haben Mitarbeiter, die sich um das Thema Infrastruktur kümmern. Wichtig auch, es gibt keinen Zugriff von Drittparteien, beziehungsweise es braucht keinen Zugriff von Drittparteien. Sie als Unternehmen sind in den meisten Fällen die einzigen, die diesen Server quasi vor Ort nutzen. Genau, und der große Vorteil ist natürlich, dass man als Eigentümer die physische Kontrolle hat. Also man hat komplette Kontrolle, welche Hardware man natürlich einsetzt, was quasi auf dieser Hardware läuft. Man muss aber natürlich auch sicherstellen, dass der Service gewährleistet ist. Und man kann auch sagen, Vorteil oder einfach eine andere Herangehensweise ist natürlich, dass man hier nicht für den laufenden Zugang zahlt. Man muss die Infrastruktur bereitstellen. Man zahlt den Strom, die Wartung und die Mitarbeiter natürlich, die sich quasi um den Server kümmern. Aber es ist, man hat keine Zahlung für den laufenden Zugang, weil das einen großen Unterschied dann auch zur öffentlichen Cloud ist, weil das ein grundsätzlich anderes Modell ist. Aber gehen wir mal weiter. Wir schauen uns jetzt die Private Cloud an. Hier,
wiederum, es ist speziell für eine einzige Organisation, darum private oder private Cloud. Es handelt sich um einen einzigen Mandant oder eben ein Unternehmen, das quasi diese private Cloud betreibt, und Instandhaltung und Verwaltung sind genau ähnlich wie bei der lokalen Infrastruktur. Es handelt sich wieder um mehrere Server, die quasi von einer Organisation oder einem Unternehmen dann schlussendlich auch verwaltet und gehostet werden. Das ist die Private Cloud. Der Vorteil hier gegenüber der öffentlichen Cloud ist natürlich wiederum, dass man mehr Optionen hat zur Anpassung. Man ist völlig frei, was man einsetzt, wie man es nutzt. Aber man muss sich dann natürlich auch überlegen, Updates zu machen, sowohl von der Hardware, von der Software. Man ist da komplett dafür zuständig und auch verantwortlich. Jetzt schauen wir uns die öffentliche Cloud an, eben der Hauptteil dieses Webinars. Und da hilft eine Analogie eigentlich ziemlich gut. Man kann sich die öffentliche Cloud wie ein Mietshaus quasi vorstellen. Und ein Mietshaus hat mehrere Mieter natürlich und mehrere Räume quasi oder mehrere Wohnungen, die man schlussendlich mieten kann. Und in vielen Fällen haben diese Wohnungen unterschiedliche Grundrisse, und ich als Mieter kann entscheiden, welche Größe von Wohnungen und wie viel Zimmer für mich passt. Und das Gleiche ist auch bei der öffentlichen Cloud, kann ich mich natürlich entscheiden, wie viel RAM, wie viel Rechenleistung brauche ich, wie viel Speicherplatz, wie viel virtuelle Maschinen. Ich habe hier die Wahl, quasi unterschiedliche Grundrisse quasi, um diese Analogie zu nutzen, zu verwenden. Und wichtig ist auch hier, wir sprechen hier eben nicht von einem Mieter oder von einer Organisation. Die öffentliche Cloud wird immer von mehreren Unternehmen und Teilnehmern quasi Mietern genutzt. Das grob, um die öffentliche Cloud zu beschreiben. Jetzt eben gibt es auch Mischformen, eben beispielsweise die Hybrid Cloud, die quasi ein Mix ist aus Lokal- und Cloud-Dienstanbietern, und eben zu den genannten, es gibt noch einige mehr, es gibt noch Alibaba und viele, viele weitere Clouds neben Azure, AWS und Google Cloud, die man nutzen kann. SAP ist auch vieles in der Cloud. Und Hybrid Cloud ist nichts anderes als die Mischform. Und man muss sagen, dass solche Modelle natürlich auch geläufig sind und gängig. Es gibt oftmals ein Mix aus Lokal, Cloud und dann auch der Nutzung von einer oder auch mehrerer Cloud-Dienstleistern. Dann gibt es neben Hybrid gibt es eben auch die Multicloud. Wichtig ist auch, dass man das eben nicht als Synonyme verwendet, weil die Hybrid Cloud ist schon etwas anderes als die Multicloud, weil die Multicloud beschreibt grundsätzlich, dass man mehrere öffentliche Clouds nutzt. Also man kann beispielsweise die Alibaba Cloud nutzen zusammen mit der Google Cloud oder mit AWS oder Azure. Man kann mehrere Clouds im Einsatz haben, und dann spricht man von Multicloud oder auch von einer Multicloud-Strategie. Und man kann dann trotzdem zusätzlich auch noch eine lokale Cloud nutzen, und dann hätte man eigentlich den Mix aus Hybrid und Multicloud. Aber wie gesagt, das sind nicht Synonyme, das sind grundsätzlich verschiedene Herangehensweise. Jetzt wollen wir uns gerne auch noch anschauen, welche Modelle es denn für die öffentlichen Cloud-Dienste gibt, weil hier kann man auch grundsätzlich vier verschiedene Modelle auch unterscheiden. Wir starten mit Diensten in der lokalen Umgebung ohne Cloud oder mit privater Cloud erstellen, also dem Modell wie einem Auto beispielsweise. Auto ist auch wieder eine gute Analogie oder beziehungsweise die Mobilität, um aufzuzeigen, was es da für verschiedene Modelle gibt. Also grundsätzlich, ein Auto man ist im Besitz eines Autos, man muss ein Auto kaufen und erwerben. Man ist verantwortlich für das Auto, das heißt, man ist auch verantwortlich, wie es genutzt und gewartet wird. Und wenn man auf ein hochwertiges Modell, vielleicht mit mehr PS oder mit mehr Platz umsteigen
will, dann kauft man sich ein neues Auto. Und wer schon mal ein Auto gekauft hat, weiß natürlich, dass diese Entscheidung gut überlegt sein müssen und man braucht sehr viel Zeit und oftmals ist es natürlich auch sehr teuer von der initialen Investition ein Auto zu kaufen. Genau, das ist eben so, dass wie bei der lokalen Umgebung, wenn ich einen Server kaufe, dann habe ich sehr hohe Kosten. Initial nach 15 Jahren, heutzutage geht es immer schneller, muss ich mich überlegen, ob ich die Hardware aufrüste, neue Modelle quasi für den Server besorgen. Und das ist quasi die Analogie zum Besitz eines eigenen Autos. Wenn wir dann die Cloud-Computing-Dienstmodelle anschauen und die öffentlichen Clouds, dann gibt es drei verschiedene Modelle hier. Und vielleicht haben Sie den Begriff schon mal gehört, Infrastructure as a Service, Platform as a Service und dann Software as a Service. Und ich werde jetzt nochmal auf die verschiedenen Typen hier eingehen und kurz erläutern, was diese bedeuten mit der Analogie der Mobilität von Auto über Taxi bis zu Bus. Starten wir einmal mit Infrastructure as a Service. Genau, also öffentliche Cloud und Infrastructure as a Service, das ist wie das Leasen eines Autos. Wenn Sie ein Auto nicht selber kaufen, können Sie es leasen. Sie zahlen die Leasingraten dafür. Das Auto können Sie selber auswählen. Sie sagen selber, welchen Typ Sie haben wollen. Sie können selber auch entscheiden, wann und wie oft Sie mit diesem Auto fahren möchten. Wichtig ist aber, das Auto gehört Ihnen nicht. Das ist nicht Ihr Eigentum. Sie zahlen quasi, weil Sie das Auto leasen. Und wenn Sie auf ein hochwertiges Modell umsteigen möchten, dann können Sie einfach ein neues Auto leasen. Also genau gleich, wenn Sie sagen, Sie möchten jetzt ein anderes Auto, ein schnelleres, dann können Sie ein neues Auto leasen und einfach umsteigen. Und jetzt würde ich kurz eine kurze Demo machen und Ihnen in der Google Cloud Konsole Umgebung zeigen, wie man eine virtuelle Maschine aufsetzt, weil eine virtuelle Maschine ist eigentlich nichts anderes als das Leasen einer Hardware, also eine Virtualisierung von einer Maschine. Und ich werde da kurz aus der Präsentation rausspringen und zeige Ihnen den Bildschirm. Also ich bin jetzt hier in der Google Cloud Console. Das ist console.cloud.google.com. Und hier habe ich verschiedene Möglichkeiten, was ich machen kann. Und ich werde jetzt hier auf Create a Virtual Machine klicken. Und jetzt dauert es einige Sekunden, bis ich dann das Menü sehe mit den verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten. Und dann hier oben ist quasi der Name der virtuellen Maschine. Das gibt bestimmte Namenskonventionen, die ich einhalten kann, muss sogar, aber ich kann das hier anpassen. Dann ganz wichtig, die Region, das haben wir schon gesehen, ich kann sagen, wo diese virtuelle Maschine quasi sein soll. Und eben in den meisten Fällen nimmt man etwas, das nah an den Nutzern der Applikationen, der Anwendungen ist, die darauf oder auch der Daten, die darauf laufen werden. Und ich könnte jetzt hier beispielsweise sagen, ich möchte etwas in Europa, ich möchte die Region hier Europe West 6 auswählen und dann kann ich innerhalb dieser Region kann ich dann auch einzelne Zonen auswählen. Wichtig ist bei den Zonen die Machine Configuration, das was hier Sie hier unten sehen, die ist unterschiedlich innerhalb der Zonen. Also das heißt, je nachdem, welche Zone ich auswähle, habe ich vielleicht unterschiedliche Plattformen und auch virtuelle Maschinen oder auch Speicherplatz zur Verfügung. Das wechselt dann. Ich kann hier einfach vordefinierte Kombinationen auswählen oder ich kann auch sehr customized auswählen, wie viele Rechenpower ich haben möchte, wie viel Memory ich brauche und grundsätzlich auf welcher Plattform das Ganze auch laufen wird. Und dann habe ich hier auf der rechten Seite immer ein Estimate, also grundsätzlich, wie viel geschätzt wird, dass das kosten wird.
Es ist auch immer so, dass die effektive Nutzung, also die Zeit, wo die Maschinen gelaufen sind, abgerechnet werden wird. Und das ist auch ein entscheidender Unterschied zu, wenn ich meinen lokalen Server habe. Hier zahle ich quasi, wenn die Maschinen am Laufen sind. Wichtig ist, wenn ich das jetzt kreiere oder erstelle, das Einzige, was ich gemacht habe, ist, ich habe eine virtuelle Maschine hochgefahren grundsätzlich, aber da passiert schlussendlich dann noch nichts. Es muss ja effektiv auch etwas darauf laufen, beziehungsweise wenn ich es dann natürlich starte, dann wird abgerechnet auf Basis der Zeit, wie lange diese Maschinen laufen. Genau, das zur ersten Demo. Ich werde jetzt wieder zurückspringen in die Präsentation. Jetzt schauen wir uns Infrastructure as a Service an. Das haben wir quasi uns schon angesehen. Wir gehen weiter hier zum nächsten Thema, Platform as a Service. Wieder mit der öffentlichen Cloud natürlich. Und die Analogie hier ist, es ist wie Taxifahren. Also ich steige in ein Taxi ein, ich kann sagen, wo es hingehen soll, ich nutze das Taxi, aber mir gehört das Auto nicht. Ich habe einfach eine Taxifahrt, wo ich bestimme, wo es hingeht. Eben wie gesagt, das Ziel kann man vorgeben. Der Fahrer schlussendlich ist dafür zuständig, dass ich dort ankomme, wo ich gesagt habe, wo ich hingehen möchte. Und ja, wichtig ist, ich kann hier natürlich auch sagen, welche Art von Taxi, das ich habe. Wenn ich viel Gepäck dabei habe, möchte ich vielleicht ein größeres Taxi. Wenn wir mehrere Leute sind, dann kann auch ein größeres Taxi bestellt werden. Ich habe Möglichkeiten, hier zu beeinflussen, was ich nutzen möchte. Aber natürlich gehört mir das Taxi nicht. Hier werden wir auch wieder eine kurze Demo machen, weil die Analogie ist beispielsweise wie Cloud SQL. Die SQL-Nutzung, wo ich eine Plattform zur Verfügung gestellt bekomme, ich aber bestimmte Dinge vorgeben und auch auswählen kann. Ich werde jetzt nochmals springen, werde hier wieder in die Konsole gehen und hier kann ich jetzt auf der linken Seite kann man verschiedene Sachen auswählen, Konfiguration, virtuelle Maschinen und ich gehe jetzt hier auf SQL. SQL ist eine Datenbanksprache. Und hier werde ich wieder eine Instanz erstellen und möchte Ihnen kurz aufzeigen, welche Möglichkeiten Sie haben. Also hier hat man erstmal die Grundauswahl, welche Database Engine, das man nutzen möchte. Ich gehe jetzt hier auf SQL Server und dann dauert es wieder ein paar Sekunden und ich komme hier ins Menü. Da muss ich beispielsweise ein Passwort auch definieren, um dann den Zugriff auf die Datenbank auch zu ermöglichen. Ich habe verschiedene Auswahlmöglichkeiten von Versionen von Datenbanken, die ich verwenden kann. Und hier auch die grundsätzliche Unterscheidung Production und Development. Grundsätzlich in den meisten Fällen ist es so, wenn ich Development beispielsweise auswähle, dann brauche ich ein bisschen weniger CPU und RAM, weil Development heißt, ich entwickle eine Applikation, möchte die testen und nutzen und verbessern. Die ist aber nicht public, die ist nicht in Production, die kann nicht von externen genutzt werden. Da habe ich oftmals nicht die Anforderungen an Geschwindigkeit und RAM. Darum hier die grundsätzliche Unterscheidung, dass ich Development oder Production auswählen kann. Ich kann wiederum die Region auswählen und eine oder mehrere Zonen und kann weitere Customizations kann ich hier vornehmen und könnte mir so eine SQL-Instanz anlegen. Genau, dann haben wir das auch gezeigt, also Platform as a Service. Ich gehe jetzt wieder zurück in die Präsentation. Genau, kurz durchklicken, das ist eben wie gesagt wie Taxi fahren. Und dann haben wir noch den dritten grundsätzlichen Bereich, das ist Software as a Service. Da ist die Analogie ein Bus. Es ist grundsätzlich Software as a Service ist wie Busfahren, kann man sagen. Ich steige in einen Bus ein.
Ich werde befördert, aber ich kann nicht alle Details bestimmen. Schön wäre es, aber ich kann natürlich nicht bestimmen, wo der Bus genau hält. Der hat eine festgelegte Route, der hat festgelegte Haltestationen und die sind komplett vordefiniert. Genau, das habe ich gerade gesagt. Und dann bin ich natürlich auch mit anderen Fahrgästen an Bord. Beispiele für Software as a Service sind zum Beispiel Google Workspace. Neben Google Workspace gibt es aber auch Office 365 oder SAP. Das ist quasi Software, die in der Cloud ist, die ich nutzen kann, wofür ich monatlich zahle. Ich muss aber mich nicht darum kümmern, dass quasi diese Software installiert wird. Ich muss mich auch nicht darum kümmern, dass diese Software upgedatet wird, sondern ich zahle einen monatlichen Betrag. In den meisten Fällen ist es auf Nutzerbasis, je nachdem, welche Anzahl Nutzer ich auch möchte, und zahle diesen Betrag und kann dann die Software quasi in der Cloud nutzen, was natürlich viele Vorteile auch mit sich bringt. Und wenn wir gerade von Vorteilen sprechen und auch grundsätzlich, was Cloud Computing auch auszeichnet, dann sprechen wir einerseits eben von On-Demand und Self-Service. Man braucht quasi nicht mit dem Dienstleister zu sprechen. Wenn ich jetzt mit Microsoft oder Google Cloud einen virtuellen Server anlegen will, dann kann ich mich selbstständig registrieren. Ich kann selbstständig eine Instanz starten und ich brauche eigentlich keine Interaktion mit dem Dienstleister. Natürlich macht es in vielen Fällen Sinn, den Kontakt aufzunehmen und einfach auch zu sprechen, was sich am besten eignet und wie man die Services am besten nutzt. Aber grundsätzlich ist es Self-Service. Ich kann das 24/7 kann ich das machen. Ich muss nicht auf Öffnungszeiten warten. Und dann auch der Netzwerkzugriff. Wenn ich beispielsweise mit Google Workspace nutze, Plattform, Software as a Service, dann kann ich von immer und überall kann ich darauf zugreifen. Es ist im Browser zugänglich, das heißt, ich kann jegliche Computer nutzen und mich einloggen und quasi diese Software nutzen. Das gleiche auch bei Office 365. Also ich habe Netzwerkzugriff und das ist natürlich, wird ermöglicht, da, weil verschiedene Protokolle eingehalten werden, verschiedene Web-Protokolle und Standards, sodass ich quasi sowohl vom Mobiltelefon wie auch vom Desktop-Computer oder vom Laptop auf die zugreifen kann, überall auf der Welt. Ich habe Zugriff auf das Netzwerk und das Internet. Ein wichtiger Punkt ist auch, oder ein großer Vorteil von Cloud Computing ist das Ressourcenpooling. Also die Anbieter, die kaufen Server und Infrastruktur und Strom und alles in großen Mengen ein. Und das sind dann natürlich Mengenvorteile und Preisvorteile, die schlussendlich dann auch weitergegeben werden können, weil natürlich dann viele Unternehmen, viele Individuen quasi auf diese Ressourcen zugreifen, aber diese in großen Mengen von einem Anbieter eingekauft werden. Und dann ja, ein Flexibilität ist ein wichtiger Punkt. Sie können sich beispielsweise vorstellen, Sie haben einen E-Commerce-Store und es ist Black Friday und Sie haben ein tolles Angebot draußen und plötzlich greifen 10 oder 100 Mal so viele potenzielle Kunden auf Ihre Webseite zu. Dann braucht man extrem hohe Rechenleistung und oder Sie sind ein Unternehmen und starten sehr klein und wachsen extrem stark. Haben beispielsweise einen lokalen Server, dann müssen Sie diesen aufrüsten. Manchmal ist es extrem schwierig abzuschätzen, wie viel Rechenleistung Sie brauchen, wie viel RAM, wie viel Speicherplatz. Vorteil des Cloud Computings ist, dass es mit Ihnen quasi mitwachsen kann und Sie sehr schnell und flexibel sind, dann quasi mehr Rechenpower dazu zu nehmen, wenn Sie diese brauchen. Also Sie haben eine sehr große Flexibilität oder Sie können eben auch Systeme quasi umsteigen, sehr, sehr schnell. Entscheidende Änderung oder ein entscheidender Unterschied ist eben, dass es ein gemessener Dienst ist. Der Vorteil ist, Sie zahlen nur für was Sie nutzen. Also wenn Sie jetzt einen Server kaufen, der komplett überdimensioniert ist, haben Sie diese initiale Investition getätigt, ob Sie den jetzt benutzen oder nicht.
Hier beim Cloud Computing zahlen Sie quasi nur für das, was Sie nutzen. Es ist aber grundsätzlich einfach ein anderes Modell und man muss dann natürlich schauen, dass man die Kosten auch im Griff hat, weil von der ganzen Buchhaltung und Abrechnung ist es natürlich etwas anderes als Fixkosten. Natürlich hat man, wenn man lokalen Server hat, nicht nur Fixkosten, man hat auch Stromkosten und Wartungskosten, laufende Kosten. Aber es ist ein anderes Modell hier, weil man quasi für die effektive Nutzung im Cloud Computing zahlt. Gehen wir nun über zum dritten Punkt. Welche Möglichkeit haben Unternehmen in der Cloud? Ein ganz wichtiger Bereich und ganz spannend. Und wir schauen uns Beispiele und wesentliche Produkte und Dienste in der Cloud, nicht nur Google Cloud, sondern auch Microsoft Cloud und Azure. Das gilt für alle Clouds hier. Jetzt eben die Frage, bevorzugen Sie eine traditionelle IT-Infrastruktur? Und es kann auch immer gute Gründe geben, das zu tun und das zu machen. Im Vorteil ist extrem starke Kontrolle. Sie sind das einzige Unternehmen, das Zugriff darauf hat, oder wollen Sie eine modernere Cloud-Infrastruktur? Es ist quasi bei der modernen Infrastruktur, wie gesagt, habe ich schon erwähnt, geht es um virtuelle Maschinen. Grundsätzlich ist es nichts anderes, als wir haben die physische Infrastruktur, also die physischen Maschinen, und wir virtualisieren die, und sie grundsätzlich kann man dann sagen, ich möchte es auf einem Linux-Server oder auch auf einem virtuellen Server laufen haben. Also mit der virtuellen Maschine bildet man quasi ab, was effektiv als physische Maschine dann auch besteht. Und damit haben Sie natürlich eine extrem große Kontrolle. Also wenn Sie eben Compute Engine und VMs nutzen, können Sie das, wie wir gesehen haben, alles vordefinieren und bestimmen, was Sie nutzen möchten. Wenn Sie aber einen noch moderneren Ansatz als quasi die Nutzung von virtuellen Maschinen bevorzugen, dann gibt es hier auch Anwendungen, die dann noch einen Schritt quasi weitergehen. Ein modernes Beispiel hier ist Cloud Run. Das ist dann quasi eine Lösung, die komplett serverlos ist. Das heißt, Sie müssen sich nicht mehr um die Infrastruktur kümmern, also beziehungsweise nicht mal mehr um welchen Server nutze ich jetzt, wie viel RAM, wie viel Speicherplatz. Sie müssen das nicht verwalten. Es wird quasi ein Container gebildet. Innerhalb dieses Containers können Sie bestimmen, welches System, welche Software grundsätzlich laufen wird, und Sie konzentrieren sich auf das Coden, auf Ihre Applikation, und diese läuft dann innerhalb von einem oder mehreren Containern, und Sie können das extrem schnell hoch skalieren. Also Sie können extrem schnell neue Container dazu nehmen und auch vom einen Standort auf den anderen Standort gehen. Das ist quasi die Sorglos-Lösung, wenn Sie sich komplett auf Ihre Applikation fokussieren möchten und diese weiterzuentwickeln, dass Sie das dann innerhalb von einem Container grundsätzlich tun. Und jetzt kommen wir zu einem der spannendsten Teile dieser Präsentation, das Potenzial von Machine Learning und KI zu nutzen, weil, wie wir alle wissen, KI, künstliche Intelligenz, Machine Learning, braucht in den meisten Fällen extrem viel Rechenpower. Also Maschinenrechenpower muss verfügbar sein und muss oftmals auch sehr lange laufen, wenn Modelle trainiert werden, und das volle Potenzial kann man wirklich dann in der Cloud ausschöpfen von Machine Learning und KI. Und heutzutage ist es so, dass da extrem viel zur Verfügung gestellt wird, das man bereits nutzen kann, also ganze Workflows, die man beispielsweise in der Google Cloud mittels Tools abbilden kann. Und man muss nicht in allen Fällen Machine Learning Engineer sein oder auch innerhalb vom Unternehmen haben. Mittlerweile gibt es so viele Apps und Endpunkte, die ich quasi nutzen kann, so dass ich mir quasi ohne viele Kenntnisse auch eigene Workflows zusammenstellen kann. Natürlich kann man die immer noch feintunen und verbessern, aber es ist nicht mehr so, dass quasi
AI und Machine Learning nur einigen wenigen vorbehalten ist, sondern dass viele Unternehmen das heutzutage auch selber nutzen können, auch ohne ein komplettes Machine Learning Team beispielsweise im Hause zu haben. Und in der Cloud werden dann diese Machine Learning Dienste gehostet und man kann dann mit seiner eigenen App auf diese Konnektoren zurückgreifen. Es gibt Plattformen, die zur Verfügung gestellt werden, beispielsweise hier bei Google Machine Learning, was Sie sehr wahrscheinlich gut kennen, sind Übersetzungen. Also Sie könnten beispielsweise Ihre eigenen Dokumente in der Cloud übersetzen lassen, indem Sie Machine Learning nutzen, quasi Google Translate Fähigkeiten nutzen. Geht aber noch viel weiter, es ist nicht beschränkt nur auf Übersetzen. Bilderkennung sind Möglichkeiten, also viele Beispiele, die ich gesehen habe, analysieren ein Bild und beschreiben dieses oder zählen bestimmte Elemente auf einem Bild, beispielsweise wie viele Feuerlöscher gibt es in diesem Bild. Für all diese Sachen kann man AI und ML einsetzen. Spracherkennung ist ein weiterer Bereich, der sehr geläufig ist, also Text-to-Speech, Speech-to-Text. Ich habe Video und ich möchte das quasi transkribieren lassen oder ich habe einen Text und den möchte ich gerne in die gesprochene Sprache umwandeln. Für all diese Sachen kann man AI nutzen und dann grundsätzlich auch natürlich für Textanalysen. Häufige Cases, die ich sehe, sind beispielsweise, wir haben intern viele PDFs und Dokumente und wir würden gerne Fragen stellen zu diesen Dokumenten. Da könnte man beispielsweise einen Chatbot entwickeln, der da quasi Fragen beantworten kann auf Basis der Texte, die eingelesen werden. Da gibt es wirklich extrem viele Möglichkeiten. Wie das bei Google heißt, ist Vertex AI. Also Vertex AI ist grundsätzlich die Workbench oder man kann sich das vorstellen wie eine zentrale verwaltete Plattform und dort kann man dann sagen, ich möchte etwas im Bildbereich machen, ich möchte vielleicht ein Large Language Model wie Gemini nutzen, um etwas mit Textverarbeitung zu machen oder ich möchte auch, heutzutage sind viele dieser Machine Learning Modelle auch multimodal, das heißt, sie können sowohl Text wie auch Bilder verarbeiten. Und ich kann dann in dieser Vertex AI-Plattform mir quasi einerseits zusammenklicken, Modelle auswählen, die ich nutzen möchte und habe vortrainierte Modelle, die ich nutzen kann. Und jetzt, was hier extrem spannend ist, oftmals sind diese Modelle schon extrem gut, aber sie haben vielleicht einen spezifischen Use Case innerhalb des Unternehmens und möchten das Modell weiter trainieren, beispielsweise beim Large Language Model, dass es ihre eigene Sprache spricht. Also ein klassisches Beispiel ist Content-Erstellung. Sie möchten in Zukunft den ersten Draft des Contents komplett erstellen lassen. Sie möchten aber, dass quasi das Modell in ihrer Sprache spricht, also die Tonalität des Unternehmens nutzt und beispielsweise auch Unterscheidungen. Oftmals, was ich sehe im deutschsprachigen Bereich und dann in der Schweiz, wenn Sie von Velo sprechen möchten und nicht Fahrrad, wenn Sie jetzt beispielsweise Content erstellen für ihre Webseite oder für ein Newsletter. All diese Dinge kann man feintunen und man kann die Modelle auch trainieren, basierend auf eigenen Dokumenten und Informationen, die man quasi einspeist. Also man nimmt das Basismodell, man trainiert es dann weiter für den spezifischen Use Case und hat dann ein super, super gutes Modell. Oder man sagt, ja, das initiale Modell, die Basis ist schon so gut, dass die ausreicht. Ich kann das dann eben quasi verknüpfen mit meiner Applikation und nutzen. Das ist wirklich extrem spannend. Und der technologische Fortschritt ist da sehr stark vorangeschritten und auch die Einfachheit, wie man heutzutage diese Services nutzen kann. Genau, jetzt haben wir eine Frage. Ich würde die gerade, weil sie so gut passt, hier auch beantworten. Die Frage ist, was ist der Unterschied zu ChatGPT? Genau, also grundsätzlich ChatGPT ist quasi wie ein Chatbot, ein Service, den ich nutzen
kann. Es ist ein Modell dahinter, das ich quasi nicht selber trainiere oder nicht selber trainiert habe. Analogie auf der Google-Welt gibt es auch Gemini, beispielsweise für Google Workspace, das ich genau oder ähnlich wie ChatGPT nutzen kann. Aber da bin ich konfrontiert mit einem Modell oder einem Chatbot, der quasi vordefiniert ist und den ich nutzen kann. Vertex AI ist grundsätzlich eine Plattform, wo ich solche Sachen entwickeln oder weiterentwickeln kann. Man kann sich es vorstellen wie eine Ebene tiefer. Also bei Google ist Gemini, gibt es einerseits als wie ChatGPT, das ist es, als Chat-Funktion nutzen kann und Fragen stelle und Texte erstellen kann, Bilder erstellen kann. Ich kann es aber auch Gemini als einfach das Modell selber nutzen und dann mit meiner Applikation verknüpfen oder eine komplett eigene Applikation entwickeln auf Basis von dem. Genau, APIs und ML-Connector kann man darunter verstehen, aber grundsätzlich kann man sowohl mit APIs darauf zugreifen, was man jetzt beispielsweise als Modell auf der Vertex AI-Plattform erstellt, aber andererseits gibt es Konnektoren, die mit bestehenden Systemen schon funktionieren, wo quasi die API schon definiert wurde, wo ich das direkt connecten kann. So würde ich das grundsätzlich unterscheiden, aber beide Möglichkeiten sind vorhanden, sodass ich quasi diese Modelle anzapfen und nutzen kann. Genau, ich würde jetzt, wir sind ja quasi schon am Ende der Präsentation. Wir haben jetzt noch Zeit für weitere Fragen, falls es Fragen gibt. Ich sage schon vorab, vielen Dank für Ihr Feedback. Wenn Sie die Zeit sich nehmen würden, kurz auf diesen Link zu gehen oder mit dem Smartphone vielleicht einen QR-Code zu scannen und ein Feedback für dieses Webinar abzugeben, das würde uns extrem freuen und uns auch helfen, quasi die Webinare weiter zu verbessern und weiter auf Ihre Bedürfnisse einzugehen. Wir haben jetzt noch Zeit für Fragen. Wenn es Fragen gibt, bitte gerne hier in den Chat reinschreiben und ich werde auf die Fragen noch eingehen. Und sonst, mein Name ist Daniel Liese, Sie finden mich auch über LinkedIn und wenn es spezifische Fragen gibt, können wir da auch gerne ein Follow-up machen. Aber jetzt haben wir noch mal die Zeit, auch Fragen zu beantworten. Vielen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und dass Sie uns heute hier gejoint haben.